Herzlich willkommen zum Webinar B2B Website Tracking in Verbindung mit der CRM-Software AG WIP. Ich möchte mit Ihnen zunächst über aktuelle Herausforderungen in der Kaltakquise reden und die Grundidee des B2B Website Trackings vorstellen. Und dann wollen wir schauen, wie das konkret in Verbindung mit der CRM-Software AG WIP funktionieren kann. Doch zunächst sind Sie an der Reihe. Was ist Ihre beste Leadquelle? Sind es Empfehlungen, Ihre Unternehmenswebsite, Paid Content wie Google AdWords, Anzeigen in Fachzeitschriften oder Formen der telefonischen Kaltakquise? Herausforderungen in der Kaltakquise. Die rechtlichen Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren verschärft. Nach § 7 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb ist die Kaltakquise grundsätzlich verboten. Im Bereich von Geschäftskunden gilt für die telefonische Ansprache die mutmaßliche Einwilligung, sofern ihr Angebot dem Geschäftszweck des Angerufenen dient. Also zumindest ein Graubereich. Ansonsten ist die werbliche Ansprache nur mit Einwilligung der Betroffenen, sogenannten Opt-ins, möglich. Diese müssen Sie als Werbetreibender im Zweifelsfall nachweisen können und zwar getrennt je Kommunikationskanal. Schlimmstenfalls drohen Bußgelder bis zu 300.000 Euro bzw. die Abschöpfung der durch die sittenwidrige Maßnahme gewonnenen Gewinne. Das andere Thema betrifft den Datenschutz. Alle personenbezogenen Daten sind zunächst einmal geschützt, sofern diese nicht öffentlich zugänglich sind. Den Lieblingsfußballverein von Herrn Meier dürfte ich also nicht speichern, aber dass er Geschäftsführer einer GmbH ist schon, weil dies eine Pflichtangabe im Impressum auf der Unternehmenswebsite ist. Die Kommunikation hat sich in den letzten 10, 20 Jahren verändert. Früher versendeten wir Werbebriefe und telefonierten uns die Finger wund. Konsumenten informieren sich heute aus eigenem Antrieb und ignorieren Werbesendungen. Laut der Studie ThinkAct, die digitale Zukunft des Vertriebs, suchen 90% der B2B-Einkäufer nach Schlagworten im Internet. 70% schauen Videos, um sich vor dem Kauf zu informieren. 57% des Einkaufsprozesses sind schon gelaufen, wenn erstmals ein Vertriebsmitarbeiter kontaktiert wird. Das heißt, das Internet ist die erste Anlaufstelle, egal ob B2B oder B2C, in der sich Nachfrager informieren. Deshalb ist es wichtig, dass Ihre Unternehmenswebsite überhaupt gefunden wird. Dafür investieren Sie viel in die Gestaltung der Website, in SEO-Marketing, in den richtigen Content, in Google AdWords oder dergleichen. Aber wissen Sie, wer Ihre Website wirklich besucht? Erreichen Sie überhaupt Ihre Zielgruppe? Welchen vertrieblichen Erfolg hat Ihr elektronisches Schaufenster? Beim B2B-Website-Tracking wird ein Zählpixel auf Ihre Website eingefügt. Damit kann registriert werden, welche Seite geladen wurde. Jeder Besucher einer Website kann über die IP-Adresse identifiziert werden. Darüber erfolgt eine Suche in eine Unternehmensdatenbank und die allgemein verfügbaren Stammdaten können über eine Schnittstelle an das CRM-System AG WIP übergeben werden. Viele befürchten, dass so eine interessante Lösung gegen den Datenschutz verstößt. Aber das ist nicht der Fall. Es werden keine personenbezogenen Daten übertragen. Wir reden hier von allgemein verfügbaren Unternehmensdaten, die zum Beispiel im Handelsregister oder aus dem Impressum einer Unternehmenswebsite ausgelesen werden. In unserem Fall haben wir den B2B-Tracker Mink von der Firma AdValue eingebunden. Mink verfügt über ein eigenes Dashboard. Die Besucher werden anhand der Identifikation über Mink oder Google Analytics angeboten. Jeder Besucher wird registriert. Schauen wir uns das im Detail an. Hier sieht man, wie häufig das Unternehmen bereits die Website besucht hat,
wie lange der letzte Besuch gedauert hat und woher der Besucher auf die Website gelangt ist. Diese Informationen können später auch als Kriterium für die Übernahme der Daten ins CRM-System dienen. So können Sie zum Beispiel für die automatische Übernahme eine Mindestverweildauer definieren oder festlegen, dass im Verlauf der besuchten Website mindestens eine Produktseite enthalten sein muss. Klicken wir auf Besuchte Seiten, erscheinen die einzelnen vom Besucher angeschauten Seiten. Über die Schnittstelle vom B2B-Tracker gelangen die Daten ins CRM-System. Dort wird zunächst geprüft, ob der Unternehmensdatensatz bereits besteht. Ist das nicht der Fall, wird ein neuer Datensatz angelegt und ein Ticket für den Workflow erzeugt. Andernfalls kann ein bestehendes Ticket auf sofort fällig gesetzt oder eine Wiedervorlage für einen Vertriebsmitarbeiter erzeugt werden. Und so sieht das ganz praktisch aus. Wir haben bei uns zwei Bearbeitungsstufen eingerichtet. Die erste Stufe dient der Recherche und Anreicherung der Daten. Über die Schnittstelle gelangen die Stammdaten automatisch ins CRM-System. In der Kontakthistorie wird im Detail vermerkt, wie lange der Besuch gedauert hat. In einer Zusatztabelle werden die einzelnen angeschauten Seiten hinterlegt. So hat der Vertrieb die Information, welche Themen den Besucher aus dem Unternehmen interessiert haben. Über die Ansicht Web Research lassen sich beliebige Suchportale oder soziale Netzwerke einbinden und so zum Beispiel direkt die relevanten Ansprechpartner des Unternehmens bei Xing oder LinkedIn anzeigen. Dann erfolgt die telefonische Ansprache mit der Identifizierung des richtigen Ansprechpartners und der Bedarfsklärung. So lässt sich über B2B-Website-Tracking der eigene Verkaufstrichter kontinuierlich füllen. Die Kaltakquise früherer Tage ist heute nicht mehr notwendig. B2B-Tracking liefert Vertriebspotenziale ohne Streuverluste. Das B2B-Website-Tracking können Sie 14 Tage lang kostenlos testen. So sehen Sie, wie viele vertriebsrelevante Kontakte unbearbeitet verloren gehen. Die Schnittstelle zum CRM-System AGVIP ist bereits vorhanden. Vermeiden Sie Medienbrüche, beschleunigen Sie die Abläufe und nutzen Sie die Potenziale Ihrer Website. Wer mehr über die Chancen und Veränderungen durch die Digitalisierung im Vertrieb lesen möchte, findet in diesem kostenlosen E-Book Digitalisierung der Neukundenakquise interessante Impulse. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.